Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Ranked Let's Play League of Legends hier auf meinem Kanal Sinclair. Ja, wir spielen Thresh Support und ja. Jetzt habe ich wieder mal den Faden verloren. Jetzt weiß ich, was ich wieder sagen wollte. Wir haben einen Jax, der keinen Jungle spielen kann, hat ein bisschen zu rumgeflamed, von wegen, ja, ich kann auch gar keinen Jungle spielen und so weiter und so fort. Ich hab gesagt, ich gehe Support, hat nichts gegen eingewendet, Punkt. Bitte, wer nicht will, der hat schon. Wieso renne ich da eigentlich jetzt gerade lang? Oh, Jax, Tristana geht sowohl AP als auch AD, aber sag's niemandem. So, was wollen die jetzt hier machen? Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Game wird. Wir haben eine Lux Support und Graves AD Carry. Bin ja schon froh, dass die keinen Draven genommen haben, weil sonst wäre es auch ziemlich unlustig gewesen. Weil Draven, der krittet einfach mal richtig hart. Weil Graves ist das noch nicht mal so schlimm. Was machen die denn da? Ach, die machen jetzt schon. Ach, schön. Komm ich da hin? Jawohl, ich setz mal da was hin. Diese Synchro ist cool. Ich hätte Blitzcrank nachher. Ich hab den aber gebannt, ne? Ich hätte echt Blitzcrank spielen sollen. Das wäre lustig gewesen. Aber ich wollte ja eher lieber Thresh oder Braum spielen. Und wieso hat der jetzt geflasht? What the fuck? WTF, wieso hat der geflasht? Ich kapier's gerade nicht. Es ist mir ein bisschen doof geworden. Oh Gott, ey, ich geh in Rente. Ah, guck mal, was ich gefunden habe. Und ich wurde direkt gestunt. Oh, ich hoffe, die wastet die ganze Zeit jetzt nur noch ihr Mana. Dann hätten wir eigentlich gegen Lux leichtes Spiel. Ja, volles Fund daneben. Schild. Boah. Geh mir nicht auf die Nerven. Aha, hab was gefunden. Was hatten die als Supporter-Item? Gar nichts. Das ist schön. Das ist gut, dann krieg ich nämlich nicht so viel Gold. Müsste ich mal Teemo Support spielen, fällt mir gerade so ein. Das wäre auch nicht schlecht. Mal was Neues. Ah, doof. Ne, Freunde. Der ist doch Mini, wieso? Oh. Achso, ja gut, dann. So, was hat der Jackson für einen Farm? Würde ich jetzt mal ihn kurz erfragen. 7. Naja, das was schade ist bei diesem Jungle-Item, da müsste man echt Counter-Jungle. Und Shaco Counter-Jungle ist echt schwer. Zumindest für meine Verhältnisse. Ich bin nicht so... Ich meine, generell Counter-Jungle ich nicht so oft. Aber vor allem gegen Shaco ist das so eine Sache, weil der kann sich unsichtbar machen, krittet dich hart und dann war es das schon. Dann ist Ende im Gelände. Schicht im Schacht. Oh, nice. Nice, Jax. Nicht Jax, Jace. Jax, du hast nichts gemacht. Jace, das hast du gut gemacht.
So, da eben kurz was hinstellen. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Wie gesagt, Chaco, 3 Sekunden Unsichtbarkeit ist nicht cool. Mach ich erstmal ein Schild hoch. So, hier sind zwei Leute weg. Aber der gute alte Graves. Und Lux. Ah, da ist sie wieder. Und hat nichts getroffen. Die ist immer noch Level 3. Wieso levelt die so schlecht? Verstehe ich gerade nicht. Hab was gefunden. Oh. Ja, nice. Das läuft ja wieder super. Aber eigentlich, ja. Gegen Velkos ist das so eine Geschichte, weil. Ja. Yeah. Er ist hoffentlich gerade selber drauf gekommen, dass die da gewardet haben. Ich wollte es gerade schreiben. Oh. Oh, schön. Ey, die haben da immer noch gewardet, du Vollhorst. Was bist du denn für einer? Ja, aber nimmst du hier noch Farm mit? Hm. Läuft ja bei dir. Ja, komm, komm. Mach nur Scheiße. Smitet er auch noch. Geh doch einfach in deinen Jungle wieder. Wie schön ist das Leben, wie schön ist der Tag. Wie schlecht kann ich grabben, gucken? Ah, ich hab's halt so mit meinem Sprachgebrauch. Aber eigentlich läuft das hier auf der Botlane relativ chillig, also es geht eigentlich. Hatte schon schlimmere Games. Hab was gefunden. Oh nein, oh nein, oh nein. Nimm die. Nimm die doch das scheiß Ding. Ich glaub's ja nicht. Haut ab. Los. Verschwindet, ihr Geier. Niemand kann euch leiden. Alter. Die Alte macht mir Angst. Was war das denn gerade von ihr? Heilige Scheiße. Ah, geile Sache, ne? Na gut, dann farm ich hier noch so ein bisschen. Oh, Annie. Schade. Aber trotzdem, toll. Die gehen zu zweit drauf, aber trotzdem nimmt sie einen mit. Das ist echt geil. Das wird vielleicht doch noch was mit dem Einranken. Ne? Ach ja, letztes Game, bis ich eingerankt werde. Hurra. Yippie-yay, Schweinebacke. Problem ist, den Großteil dieser Spiele habe ich echt verloren. Das war scheiße von mir. Also wenn ich Bronze... Was macht die da? Nein! Hau doch ab! Du hast deine Weh, wieso springst du nicht weg? Oh Gott, ey, ich will nicht, dass du stirbst. Das ist echt uncool. Da ich den Großteil dieser Spiele verloren habe, denke ich, dass ich irgendwo bei Bronze eingerankt werde. Aber scheiß drauf, ich werde dieses Jahr jede Menge Spaß haben in der Hinsicht. Ist so unterlevelt. Ich verstehe gar nicht, wieso die unterlevelt ist. Ja gut, das war scheiße von mir. Aber ich glaube, ich habe mit der... ich habe die gleiche Range bei der Q wie die Lux mit ihrer Q. Das ist erstaunlich. Ist mir auch gar nicht aufgefallen.
Glaube ich zumindest, dass ich die gleiche Range habe. Na, und ich meine, das ist ja auch nicht gerade von irgendwoher, diese Range. Wie er wegspringt. Wieso? Was macht die da? Ja, hat sich echt für dich gelohnt, Lux. Ach du Scheiße. Jetzt geht's los. Jetzt geht eine große Feed los. Ah, schön. Gefeedete Annie ist das Beste, was man haben kann. Und natürlich ein Thresh, der viele, viele Seelen gesammelt hat. Nein! Nein, wie legendary wäre das gewesen, hätte ich den getroffen. Hör mal, dann wäre das Insta-Kill gewesen. Oh! Oh, was für eine gewastete Ulti. Ulti ist raus. Ist auch schön. Die sind, glaube ich, ein bisschen killgeil. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Hau ab! Na, oh. Na dann nicht. War nicht meine Schuld. Nein. Überhaupt nicht. Ich hab Spaß hier. Also ich hab echt Spaß heute. Die feeden nicht. Die machen keinen Damage. So lasse ich mir das gefallen. Ich habe noch gedacht, das wird wieder richtig ätzend, wenn ich mit Thresh die ganzen Seelen ansammeln muss. Aber die greifen mich gar nicht an, merkwürdigerweise. Die sagen sich, nö, lass mal dem die Seelen. Das läuft ja bei ihm. Und das ist das Gefährliche dabei. Aber ich sollte mir mal echt mal für Thresh Relics mitnehmen, weil... Wurde mir auch schon mal so ein, zwei Mal gesagt, hol dir mal mit Thresh Relics, aber... Habe ich bis heute noch nicht gemacht. Und ich will keine Auto-Attacks machen. Fahr doch zur Hölle, du kleiner Penner. Oh, die macht aber auch Schaden. Was macht der da? Suicidet der sich? Oh nee, ne? Oh bitte nicht. Oh Gott. Oder war da hinten, wenn dahinter der Schako war, dann war das gut. Aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Also wenn das jetzt so ein YOLO-Execute war, dann ja, YOLO. Ah, ich brauche immer einen kurzen neuen Ward. Ich habe nämlich keine Lust, da noch rumzulaufen. Und 6 Sekunden, ja, dafür könnte ich auch den Ding noch hinstellen. Ich kriege jetzt mittlerweile meine Kuh nicht mehr drauf. Das ist komisch, das ist sehr komisch. Oh oh, oh oh, oh oh, oh. Das ist nicht gut. Wenigstens die Ulti raus, aber trotzdem, uncool. Mädchen, hau doch ab! Die hat jetzt 2 Ultis abbekommen. Oh. Da habe ich gerade echt einen Herzinfarkt bekommen. Aber wenigstens bin ich jetzt gefeedet. Wo kommt denn der Jax jetzt her? Hat sich ja richtig gelohnt. Na, der will jetzt... Ja. Chill mal deine Lane hier.
Ja, smite doch. Ah, egal, wir haben Drake. Es läuft ja. So, ich gehe jetzt back. Habe ich eigentlich die Seele da bekommen? Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, mit 41 AP und Rüstung kann man leben. Was hole ich mir denn? Ich glaube, ich mache mir das Ding erst voll. Beziehungsweise ich werte das jetzt auf. Hole mir da noch Rüstung. Beziehungsweise Leben und dann noch Rüstung. Healpots habe ich ja noch 2 Stück. Das reicht. Ich hätte mir auch Schuhe kaufen sollen, glaube ich. Aber egal. Ich habe jetzt das Ding aufgewertet. Das bringt nämlich auch relativ viel. Auf Dauer. Aber das ist nice, dass unsere Lane jetzt erstmal einen Kill hat. Sie hat einen Assist, hat sich Riesenschwert geholt, das ist schön. Aber ich sollte nicht so angry da reinlaufen, sonst wird das ziemlich scheiße laufen. Das mache ich hoch. Ich glaube, jetzt kann ich auch so ein bisschen mehr aggressive da, also zumindest mit den Auto-Attacks. Weil die machen ja, über die E machen die ja mehr Schaden. Wieso ist denn jetzt, was war das denn jetzt gerade? Oh. Ja gut, bitte. Da kam einfach meine Ulti an, so eine random Ult. Was war das denn? Oh nein, jetzt leckt's. Ja, ist angekommen. Wie habe ich den hier jetzt getroffen? Warte mal kurz. Jetzt muss ich eben kurz was gucken. Wo habe ich denn die 2 AP her? Weil, ist das vielleicht von den Support Masteries? Habe ich da 2 AP drin? Kann ich mich gar nicht dran. Ah ja, von dem Drake, ne? Oh, ich konnte mich nicht hinziehen. Ich sehe nichts, aber trotzdem schaffe ich was. Oh, der Statex-Stich nervt mich jetzt schon. Viel zu knapp immer. Nein! Nein, wie ist das denn jetzt passiert? Wo kommt Jace denn her? Wie die einfach mal instant ihre scheiß Ulti hat. Aber egal. Der Jace ist gefeedet, also komm. Wer ist denn bei dem da oben eigentlich an der Hackerin, ne? Na gut. Farm secure. Was er hier bei mir auf der Lane macht, verstehe ich zwar immer noch nicht, aber egal. Bitte. Hilfe kann ich immer gut gebrauchen. Sofern ich noch Geld bekomme, ist alles in Ordnung. Oh, was macht denn Annie da? Annie. Komm rüber. Oh. Wen hätten sie da fast mitgenommen? Den Graves? Nee. Dann war es wahrscheinlich der Shaco. Ich stehe nicht drauf, wenn meine Botlane gefeedet wird. Das ist echt uncool.
Alter, macht die Schaden. Hat die vielleicht Ulti? Oh nein, das will ich ja gar nicht. Ah, schade. Wie einfach mal, dass ständig die Ulti kommt. Wollt ihr mich verarschen? Yay, Tibbers! Tibbers am Arsch. So, meine Kinder, alle weg. Weil ich gehe jetzt nämlich auch zurück. Der große Onkel muss jetzt erstmal einkaufen. Da, 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 da. Was machen die denn da? Ah, der Velkos pusht durch. Uncool. Aber ich muss die mit dem Botlane halten. Also, Feedet euch mal weiter hoch. Finde ich gut dann. Ich habe ja auch bald Rüstung auf Doom. Dann macht mir der Hackerim und der Graves nichts mehr. Und der Shaco auch nicht. Geht eigentlich auf AP oder AD? AD. Okay. Na gut. Ja, einfach mal ihr Mana wasted, aber hallo. Und die geht auf Full AP. Was ist das denn für ein Supporter? Hab was gefunden. Ist schön, wenn er die Carry jetzt Kills bekommt. Ist super. Ey, unser Team ist richtig geil heute. Also echt. Die verdienen ein dickes, dickes Lob von mir. Da habe ich echt schon schlimmere gesehen. So, der Tower ist bald auch Geschichte und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Ich kann mir jetzt gleich Randuins holen. Ich muss aufpassen wegen, ich hole mir gleich auch Magieresist, vor allem wegen dem Velkos, weil der macht immer noch Absolute Damage und das ist auch uncool. Oh nein, dieser Damage. Ja, guck mal, wie wir den kaputt gemacht haben. Ah. Ich würde gerne erst weggehen, weil dann kann ich mir noch Klamotten kaufen. Ich will nämlich jetzt auch gerne nochmal, obwohl ich kann mir jetzt nicht Magieresist kaufen. Weißt du was, dann mache ich erst den Scheiß hier fertig. Wards habe ich ja noch jetzt, durch meinen netten Wardstein. Mein Ward-Item muss ich auch noch ausbauen, also nicht diesen Sidestone, sondern dieses Warding-Totem. Auf Englisch hören sich die Begriffe eigentlich alle besser an. Das ist sehr komisch, aber... Na, also auf Deutsch... Klingen der Unendlichkeit muss man nicht haben. Kann man machen. Ah, die ist erstes Item. Also erstes richtiges Item. Außer Schuhe ist die Blutdürster gegangen.
ist so eine Sache. Ich spiele persönlich ja nicht so oft AD Carry, aber muss man auch nicht haben, weil auf Tristana. Ich glaube, das wird sich hier noch eine ganze Weile lang hinziehen. Ist so eine Vermutung von mir. Hab was gefunden. Ah, ich wollte jetzt auch nicht Tower diven. Ich habe die Theorie, dass die mich nicht leiden können. Ich habe keinen. Oh, ich kippe mir eben kurz was dahinter. Ich habe keinen Exhaust. Das ist Mist. Oh oh. Oh oh. Das ist nicht gut. Abhauen. Aber ganz flott. Nein, 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 nein. Wir machen das jetzt anders. Unser Tower steht noch relativ gut. Wir farmen jetzt einfach nur noch. Das ist eine super Option. Tristan hat 148, Graves 129. Die muss ich unbedingt Attack Speed besorgen. Ich meine, wir haben die hart zurückgepusht. Ja, ich sieh's. Gut, mit dritten Dragon. Wo kommen die denn alle wieder her? Oh oh, oh oh, das ist nicht gut. Annie stirbt gerade. Alter, das hat die noch geschafft. Ja, aber ich hatte keine Lantern, sonst hätte ich dir echt geholfen. Ich schreibe gleich mal was Schönes. Ich weiß, sie freut sich immer, wenn ich was schreibe. Wir pushen jetzt erstmal hart die Lane. Der Lane hier muss erstmal aufgeräumt werden. So, schön. Tut mir leid, dass ich... Achso, Tristana. Ja, ich meine, ich würde gerne gleich was schreiben, aber... ist so eine Sache. Oh oh. Oh oh, das ist nicht gut. Ja, gut. Erstmal hier... Ich habe jetzt gedacht, der Hackerin geht da jetzt drauf. Oh ne, ich gehe da mal eben kurz Midlane helfen. Dann komme ich mal helfen. Ist heute nicht so dolle, was ich als Supporter geleistet habe, aber immerhin. Mein AD Carry nur einmal gestorben. Ich habe einen Kill, bin nicht einmal gestorben. Das läuft doch. Graves wurde nicht gefeedet. Lernt nur ein bisschen Farm ab. Und... Hab was gefunden. Alter, die macht Damage. Aber hallo, was hat die denn für Klamotten an? Alter, Alter, Alter. Ah, ich soll mein Game in den nächsten 5 Minuten zu Ende bringen.
Geht gerade nicht. Ich habe hier gerade was ganz Schönes zu tun. Aber das kriege ich wahrscheinlich noch hin. Hab was gefunden. Oh! Was war das denn? Wo kam die denn her? Holla! Alter, haben wir gerade 3 Ultis drauf bekommen? Ja, yeah, wir haben gerade 3 Ultis drauf. Ja, Urf. Urf, dann, diese Urf-Geschichte nehme ich heute auch nochmal auf. Mal gucken, was passiert. Bin gespannt. Ich hole mir erstmal Magieresis. Ne, ich will jetzt Magieresis eingeben. Spirit Wizard. Ich habe immer noch keine Schuhe und die Schuhe aufgewertet. Es geht bei mir heute ab. Haben die nicht schon Drake? Oh nein, oh nein. Ich helfe da erstmal. Der stirbt jetzt. Drake ist auch ab. Ah, die haben den Drake. Uncool. Das wäre jetzt echt uncool. Warte, ich klopfe da einmal ein bisschen vor. Ich brauche nur die Seelen, Freunde. Das ist komisch, wieso bekomme ich keine Seele von dem Vieh? Oh nein, ich helfe hier erstmal Annie. Dann können wir vielleicht nochmal durchpushen. Nimm dir das Ding doch. Was bist du denn für einer? Okay. Shaco will do red. Ey, wie hart die Annie durchpusht. Einfach nur mal, weil es geht. Ich würde ja gerne, aber da ist Shaco und... Was ist denn da passiert? Alter, was ist denn da passiert? Nein! Knapp! Verdammt knapp! Oh, den habe ich mir noch geholt. Ich hab grad nix. Ich kann nicht helfen. Nimmt er sich auch noch die Laterne, anstatt der Annie das zu geben. Ich habe keine Lantern. Oh gut. Hat es auch so überlebt. Na, ja, wenn ich du wäre, würde ich echt weggehen. Oh, das wird... Jetzt langsam zeigen die ziemlich viel Biss, die Gegner. Wo das Schöne ist, wie gesagt, die sind alle... Schön ADler und Thresh ist full Anti-AD. Also der ist... Also ich glaube, der Einzige, der schlimmer ist, ist glaube ich Ramos. Das ist der Einzige, der schlimmer ist. Und vielleicht auch noch Tarek. Aber Tarek spielt heutzutage keiner mehr. Das hat so seine Gründe, weil er einfach mal echt unflexibel ist. Ja, geh auf den Supporter. Achso, da ist der AD Carry. Gott, John Dash, wieso geht er auf den Supporter? Oh, deswegen. Ich habe 2 Kills. Und ich kann neuerdings nicht mehr wieder hocken. Das ist schön. Alter, was machen die da? Ist uncool, wenn die so ein
So ein Velkos feeden. Oh no. Lauf! Hilfe, Hilfe, alle wollen Hilfe. Oh, ich hab gedacht, die kriegt den noch. Der hat mich gesmited. Der hat mich ernsthaft gesmited. Was für ein Penner. So, mal hier erstmal das Ding hier voll. Ja, wir können das garantiert noch gewinnen. Wir sind hart gefeedet alle. Ernsthaft, der hat die... Der hat die verkauft? Oh. Bitte, toller Jungler, der hat die verkauft. Ist ja nicht so, als ob das hart geil ist jetzt mittlerweile mit den Jungler-Items. Aber der räumt da auf. Das ist heftig. Obwohl, ja, unsere Botlane, die kann, die ist auch echt scheiße gewesen. So, ich muss jetzt eben kurz... Oh. Ich baue mir eben kurz hier die Items ein bisschen um. Nein! Verdammt knapp. Kann niemand leiden, diese scheiß Puppen. Seelen, jede Menge Seelen. 103,5 Rüstung und Seelen und AP, das ist doch schön. Hackerin geht der auf. Ja, der hat AD. Das Doofe ist, wenn wenn eine Seele auftaucht, dann weiß man direkt, Thresh ist in der Nähe. Und das ist echt uncool. Das ist, Warwick ist in deren Sicht auch so eine Sache. Da, also, wenn man echt einen Gank machen will und die Gegner sind nur alle Half-Life. Was war das denn von mir? War ja echt scheiße. Und der macht mir immer noch Schaden wie sonst was. Oh ja, dann nicht. Nimm nicht meine Seele. Aber immerhin. Probieren wir jetzt mal den Drake. Seele. Ah ja, kann ich mir sowieso sparen. Oh, schön. Und ich krieg noch einen Assist. War ja klar, dass ich getroffen werde. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich laufe. Ey, was macht ihr denn da oben mit denen? Ich habe fast 3000 Leben. Die einzigen, die mir was machen, ist der Velkos und die Lux vielleicht noch. Aber ja, Lux, die hat sich jetzt Rabadons geholt. So, ich besorge uns jetzt erstmal View. Ich muss jetzt hier erstmal...
Ja, gut, aber die Tristana, die hat schon was drauf. Nur das Problem ist, die ist so ein bisschen, nennen wir es mal, unkontrolliert. Oder ich hab alle drei schon weg. Wo ist mein anderer? Ach, da, okay. Ja, gut, aber den kann ich besser einsetzen. Hier ist es nämlich sehr viel besser. Kriegt man noch ein bisschen View auf den, auf das Dingen da. Baron. Die geistern mir da gerade so ein bisschen am Baron rum. Freunde, das ist echt uncool, wenn die einen Baron haben. Egal. Ey, wir haben einen verloren und haben alle fünf gerissen. Also das ist doch. Ich bin ja jetzt reingegangen, vor allem um die ein bisschen zu ärgern. Und die haben alle keinen Baron-Buff mehr. Sind die alle losgeworden? Das ist echt schön. Ja. Ich hoffe, das war's so mit der Hinsicht. Wir haben relativ viel erlebt in dieser Runde. Guck mir das jetzt noch ein bisschen an, so ein bisschen Legendary an und jalala. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play League of Legends. Und bis dahin, auf Wiedersehen.